dann habe ich mich mit Freunden getroffen, habe mit Freunden übernachtet oder einfach nur rausgegangen. Am Anfang des Jahres habe ich Cross-Country gemacht. Aber sonst in meiner Freizeit mache ich halt auch jetzt viel mit meiner Gastfamilie. Wir waren jetzt letztens auf dem Rodeo und das war auch echt cool. Also das war mein erstes Rodeo. Hallo, ich wollte euch heute mal meine Freizeitgestaltung vorzeigen bzw. erzählen, was ich so in meiner Freizeit hier mache. Also zu mir, ich befinde mich gerade in Florida, in West Palm Beach und besuche die King's Academy. Also in meiner Freizeit, das kommt halt sehr auf die Saison drauf an. Also am Anfang des Jahres habe ich Cross Country gemacht, habe ich aber dann aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. Da hatte ich halt jeden Tag bis 17 Uhr, 17.30 Uhr Training, so. Also es kommt halt auf den Tag drauf an und habe dann halt in der Woche nicht mehr viel gemacht, außer das Training. Und jetzt, wo ich Cheerleading hatte, von Oktober bis Februar hatte ich halt jeden Tag ja bis 6 Training, also bis 18 Uhr oder 18.30 Uhr und samstags dann halt noch morgens Training und Sonntag halt kein Training. Das heißt, dann habe ich halt auch in der Woche nichts gemacht, so weil es einfach zu viel war. Und am Wochenende habe ich mich dann einfach immer mit Freunden getroffen und dann haben wir halt zusammen gechillt oder was auch immer gemacht. Also halt morgens hatte ich Training, dann habe ich noch mal kurz geschlafen nach dem Training, weil ich bin absolut keine Morgensperson. Und dann habe ich mich mit Freunden getroffen, habe mit Freunden übernachtet oder einfach nur rausgegangen. Aber sonst in meiner Freizeit mache ich halt auch jetzt viel mit meiner Gastfamilie, weil ich halt gerade eine Gastfamilie gewechselt habe. Und die Gastfamilie ist richtig super. Also das hätte ich mir gewünscht, dass es von Anfang an so gewesen wäre. Wir waren jetzt letztens auf dem Rodeo und das war auch echt cool. Also das war mein erstes Rodeo. Da haben sie mir auch so einen Cowboy-Hut gekauft. Den kann ich auch mal kurz holen. Also das ist der Hut, den die mir gekauft haben, so zu dem Rodeo. Ja, also sehr cool. Also mit dem mache ich halt auch sehr viel. Also heute treffe ich mich noch mit einer Freundin, die kommt jetzt in ungefähr 10 Minuten vorbei. Also wir frühstücken jetzt einfach, weil jetzt ist es halt auch erst 11. Und frühstücken wir zusammen, da sie halt nachher in den Urlaub fährt, weil wir jetzt auch gerade Spring Break haben. Dann kommt heute Abend noch eine Freundin drüber und mit der übernachte ich dann. Und dann mal sehen, was ich die Tage mache. Also es kommt immer sehr auf den Tag voran und auch, was die Leute so machen, weil hier in der Woche trifft man sich eigentlich nicht so viel. Unter der Freizeit, so wie ich das halt plane, kommt es sehr drauf an. Also ich bin schon ein sehr spontaner Mensch, da auch hier die Amerikaner sehr spontan sind. Also die sind nicht so, ja, lass mal nächste Woche das und das machen. Die sagen das dann aber dann so, ob das jetzt wirklich gemacht wird oder passiert, kommt dann halt immer drauf an. Also ich plane halt tatsächlich immer ersten Tag im Voraus, da ich dann halt ganz genau weiß, wie, wann, wo, was. Ich möchte das halt auch meiner Gastmutter sagen. Also ich sage ihr dann halt so, yo, ich gehe vielleicht Montag mit einer Freundin raus, aber wir haben halt noch nicht so wirklich darüber geredet, wann, wie, wo, was. Und dann kommt es halt auch darauf an, ob meine Gastmutter arbeitet, aber sie versucht halt, oder mein Gastvater, aber die versuchen mich schon immer abzuholen jetzt. Und wenn nicht, dann fahren meine Freunde mich auch im Fall halt mal nach Hause, da ich halt auch sehr auf dem Weg von allen wohne, wenn wir was machen. Deswegen ist es ganz gut. Und ich muss halt nur beachten, dass ich halt meinen Gasteltern kommuniziere, wann ich was mache, wo ich was mache. Und unter der Woche soll ich halt so gegen 8 oder 9 zu Hause sein, da die auch ein kleines Kind haben, also 8-Jährigen. Und da soll es halt nicht so zu laut sein, wenn ich halt wieder nach Hause komme, was ich auch ganz verstehe. Aber ich bin in der Woche jetzt auch nicht irgendwo, wo ich so sagen muss, oh, ich muss jetzt nach Hause. Also in der Woche mache ich eigentlich gar nicht so viel, weil ich da dann eher sowas für mich mache und dann in meinem Zimmer Hausaufgaben mache oder das wird ja jetzt für mich. Unter dem Wochenende muss ich so gegen 10 zu Hause sein oder ich schlafe bei einer Freundin, da es halt auch mit dem Kind wieder zusammenhängt, da ich nicht das, also sie wollen nicht, dass wenn ich nach Hause komme, dass er wach wird und dann nicht mehr einschlafen kann, da er da ein paar Schlafprobleme hat, aber das kann ich auch voll verstehen. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen erfahren, wie ich meinen Alltag so plane. Und würde mich mal interessieren, was ihr so macht in euren Alltag. Und wenn ihr mehr über ein Auslandsjahr erfahren wollt, dann könnt ihr gerne mal bei Kulturwerke unter der Website gucken oder auf den Instagram-Kanalen. Da gibt es immer viel zu sehen und viele Seiten, vor allem von allen Leuten aus Amerika, also allen Auslandsschülern, was die so machen. Und da findet ihr bestimmt auch etwas, was euch interessieren wird. Und ja.